Der Weg führt anscheinend in die Berge. Eine Ruine. Okay. Mal sehen, wo das hinführt. Ich schätze, Silence hat mit dieser Maschine seine Beute transportiert. Das muss die Kugel sein, in die Silence Hades steckte. Und die Tür. Sieht aus wie eine Pharaoh-Anlage. Oder Zero Dawn? Komm schon, Hades. Bist du noch drin? Sogar so bist du eine Gefahr für Gaia, wenn sie wiederbelebt wurde. Also hast du das Gaia-Backup noch nicht sichergestellt. Dann ist Gaia tot, Erde und du verloren. Trotz Fehlfunktionen, ich habe gewonnen. Silence fragte, wo er ein Gaia-Backup finden könnte. Datenfehler, Sprecherstrukturen verfallen. Klar, das wäre ja auch zu einfach. Was hat Silence dir angetan, Hades? Du wirkst so ausgehöhlt. Silence hat mich befragt. Und was hast du ihm gesagt? Datenfehler, Speicherstrukturen verfallen. Du hast nichts davon gespeichert? Ich erinnere mich an dich. Daran, dass ich dich am Turm geschlagen habe? Okay, das bringt nichts. Als das geheimnisvolle Signal dich verwandelt hat, erhielten die anderen unter Funktion Gaias auch ein Bewusstsein. Du bist entkommen, als Gaia sich selbst zerstörte, aber sie auch. Wo sind sie hin? Jede Funktion ist den Koordinaten zufolge nach. Datenfehler, Speicherstrukturen verfallen. Ein Haufen verrückter KIs, die sich sonst wo rumtreiben und sonst was anstellen. Mit seinen Kampfmaschinen tötete Festes jedes Jahr Tausende und du hast fast die Welt zerstört. Da draußen sind noch 7 Funktionen, die Ärger machen? Ein deprimierender Gedanke. Du bist deprimiert. Gut. Hat dir schon mal jemand gesagt, dass du einen tollen Charakter hast, Hades? Erkenne Sarkasmus. Ja. Dachte ich auch nicht. Silence hat dich nach dem geheimnisvollen Signal befragt.
das dich aufgeweckt hat und dir ein Bewusstsein gab. Wer hat es gesendet? Signal von Meistern gesendet. Und wer sind die? Meister erweckten mich, um Leben auf der Erde zu zerstören. Warum das denn? Datenfehler, Speicherstrukturen verfallen. Weißt du, wo Silence hin ist? Nein, er ist vor 12,8 Tagen gegangen. Vielleicht ist er... Datenfehler, Strukturen für Verhaltensvorhersage verfallen. Also weißt du auch nicht mehr als ich. Na toll. Weißt du, warum Silence dich in diese Ruine geschleppt hat? Silence wollte, dass du mich hier findest. Offensichtlich. Aber wieso? Was war das hier? An diesem Ort wurde... Datenfehler, Speicherstrukturen verfallen. Er nannte es mein Totenbett, mein Grab. Aber du... Das werde ich wohl rausfinden, wenn ich reingehe. Es reicht. Beenden wir es jetzt. Glaubt Aloy immer noch, dass sie Gaia wiedererwecken kann? Das Leben auf der Erde retten kann? Ja, Aloy glaubt das. Dann bist du fehlgeleitet. Vernichtung unvermeidlich. Was weißt du schon davon, Hades? Du wolltest die Erde zweimal zerstören und bist beide Male gescheitert. Das Einzige, was du je vernichtet hast, warst du selbst. Und dieses Mal rettet dich keine Lanze. Das ist inkorrekt. Dreimal hat Hades Leben ausgelöscht. Was? Das weißt du noch? Ja, Daten intakt. Nicht lebensfähige Biosphären wurden 2154, 2161 und 2168 aufgegeben. Und das war vor Jahrhunderten. Dazu wurdest du geschaffen. Aktuelle Biosphäre, Version 5. Es wird keine Version 6 geben. Das muss es auch nicht, denn ich werde diese retten. Du täuschst dich. Ergebnis nicht zu... Massenüberbrückung aktiviert. Zum Aktivieren Name und Rang eingeben. Elizabeth Sobeck, Alpha Prime. Vernichtung. Massenüberbrückung aktiviert. Löschprotokoll wird bereinigt. Du hast dich um Hades gekümmert. Ja. Könnte er dieses Mal vielleicht tot bleiben? Wird er. Vertraue darauf. Vertrauen? Ja. Vertrauen. Da ich das getan habe, was du nicht konntest, und das unbezahlbare Wissen von Hades extrahiert habe, kannst du darauf vertrauen, dass ich dieses Mal wollte, dass du ihn zerstörst. Also sind wir wieder bei Hologrammen angekommen. Hast du Angst, dass ich dich umbringe? Es gibt einen Grund. Und du nutzt immer noch dieselbe Spyware, die ich sehe. Also hättest du einfach rangehen können, wenn ich anrufe. Aber du wolltest wohl einfach weiter spionieren. Mir geht es schon seit Monaten nicht mehr um dich, Aloy. Ich musste Arbeit erledigen. Stundenlange Recherche. So intensiv und zeitraubend, wie sie auch für das Schicksal des Planeten wichtig ist. Ja, natürlich. Du willst einfach nur die Welt retten. Das stimmt. Der Unterschied ist nur, dass ich im Gegensatz zu dir Ergebnisse erziele. Hast du ein Gaia-Backup gefunden oder nicht? Oh ja.
Ich glaube schon. Wo? Voilà. Warum glaubst du, habe ich dich hergebeten? Hinter der Luke mit Generkennung liegen Reste einer Anlage, in der das Hades-Löschprotokoll perfektioniert wurde. Ein Testkreislauf, der hunderte von Szenarien getestet hat. Alle mit einem Gaia-Backup. Das hat Hades dir erzählt? Ich musste ihn überzeugen. Aber ja. Also, bist du bereit, das zu holen, wonach du seit 6 Monaten suchst? Oder willst du einfach mit offenem Mund da rumstehen? Du sagtest, du warst beschäftigt. Außerordentlich beschäftigt. Aber nicht so beschäftigt, dass du keine Zeit hattest, den Tenakt beizubringen, wie man Maschinen überbrückt. Und sie reitet. Aloy, du solltest dich nur damit beschäftigen, wie du ein Gaia-Backup bekommst. Mit mehr Konzentration könntest du eventuell sogar Ergebnisse erzielen. Du streitest es nicht ab, Silence. Versteh es so, wie du willst. Nur damit wir uns richtig verstehen. Hades hat gesagt, es gäbe Gaia-Backups da drin. Ja. Oder zumindest gab es sie. Vor 1000 Jahren. Backups, die nicht gelöscht wurden, als Ted Farrow alle Apollo-Kopien gelöscht hat. Korrekt. Hades zufolge konnte man nicht über ein Signal auf diese Anlage zugreifen. Nicht mal Ted Farrow konnte an die Daten hier. Backups. Mit kompletten Daten von Gaia und ihren Unterfunktionen. Alles für einen Neustart des Systems. Um Kontrolle über das Terraform zu bekommen, das Leben auf der Erde zu retten. Da drin? Das hat Hades gesagt. Worauf wartest du denn dann noch? Hat Hades gesagt, woher das geheimnisvolle Signal kam? Das ihn aufweckte und Leben zerstören wollte? Ja, hat er. Sagst du es mir? Irgendwann, ja. Aber immer der Reihe nach, Aloy. Soweit ich weiß, musst du immer noch eine superintelligente KI namens Gaia neu starten. Ja, dieselbe Gaia, die sich vor 20 Jahren wegen des Signals zerstören musste. Das Signal wird seit Jahren nicht mehr übertragen. Es ist keine Gefahr mehr. Was, wenn es wiederkommt? Wird es nicht. Selbst wenn es, naja, die Details sind kompliziert, aber das Signal hat Hades zum Handeln gezwungen. Wenn du Hades aus den Backups löschst, ist Gaia in Sicherheit. Und jetzt hör auf zu trödeln und hol dir ein Backup. In Ordnung. Ich suche in der Einrichtung nach einem Gaia-Backup. Aber damit das klar ist, Silence, wenn das wieder einer von deinen Tricks ist... Es ist eine Luke mit Generkennung, Aloy. Du bist die einzige Person, die sie öffnen kann. Wie sollte das eine Falle sein können? Wenn du mich noch einmal reinlegst, Silence, dann treffen wir uns zu unserer nächsten Unterhaltung wirklich. Obwohl du nicht viel sagen könntest, weil mein Speer in deinem Hals stecken würde. Aloy, dank mir ist alles, was du dir wünschst, was du in den letzten 6 Monaten versucht hast zu erreichen, endlich in Reichweite. Also, ich weiß, dass du als Nora-Ausgestoßene keine Manieren gelernt hast. Aber in einer solchen Situation sagt man Danke. Und dann sage ich, gern geschehen. Identity-Scan wird durchgeführt. Genetisches Profil bestätigt. Zutritt gewährt. Guten Tag, Herr Professor. Bitte eintreten. Bitte eintreten. Soll das ein Witz sein? Ich glaube, wir haben Glück. Glück? Die Tür ist völlig zerstört. Offensichtlich. Aber du kannst trotzdem hindurch. Wenn du noch etwas geduldig bist. Siehst du diese Kristalle? Die Osram nennen sie Feuerglimmer. Sie sind brennbar. Nicht stark genug, um so eine Tür zu sprengen. Aber vielleicht stark genug, um sie etwas weiter aufzubrechen. Ganz genau. Das geht nur mit einem Anzünder. Ich schicke dir jetzt die Pläne. Um ihn zu bauen, brauchst du Maschinenteile und das Öl vom Brennkraut.
Es wächst nur unter Wasser. Aber in der Nähe gibt es einen See. Die Teile sind komplizierter. Du brauchst eine Waffenspule aus der Energiezelle eines Sprungschlägers. Entferne die Energiezelle, bevor du die Maschine erlegst. Sonst zerbricht sie. Alles klar. Tja, die Teile habe ich schon. Ich brauche nur Tiefwasserbrennkraut. Wasserbrennkraut. Erledigt. Jetzt muss ich das Ding nur bauen. In der Nähe des Eingangs zur Anlage gibt es eine Werkbank. Mit der du an Hades rumgespielt hast? Rumgespielt? Ich habe wertvolle Daten extrahiert. Ugh. Wasser im Stiefel. Damit sollte ich den Feuerglimmer anzünden können. Eine wirklich nützliche Kombination. So habe ich die Prozessorkugel überhaupt erst aus dem Horus gelöst. Na toll. Geh lieber einen Schritt zurück. Ich glaube, ich bin drin. Dann geh ruhig weiter. Wenn ich mehr Feuerglimmer finde, könnte ich ihn da auch benutzen. Konzentrier dich auf die Aufgabe, Aloy. Hier ist alles überschwemmt. Und auf der anderen Seite ist noch eine Tür mit Generkennung. Wenn es Gaia-Backups gibt, sind sie bestimmt dort. Ich muss irgendwie darüber kommen.
kommt mir bekannt vor. Ich kämpfe mich durch verfallene Ruinen, während du durch meinen Fokus spionierst. Werd nicht nostalgisch und such lieber weiter nach einem Backup. Mein Zugwerfer könnte hier nützlich sein. Die Tür ist zu. Aber daneben ist irgendein Gerät. Es ist mit der Tür verbunden, aber es braucht Energie. Hat geklappt. Mal etwas weiter weg. Was war das für ein Raum?
Da scheint noch eine Konsole zu sein, die Energie braucht. Das sieht aus wie das Gerät in dem anderen Raum. Vielleicht hilft mir die Energiezelle. Die Konsole ist abgeschaltet. Fokus hier etwas sehen? Das sollte die Tür öffnen, sobald ich es mit Energie versorge. Elizabeth und Travis Tate. Oh Mann! Ich sag's dir, Liz. Nach der Nummer musst du mich lieben. Ich habe mir vorgestellt, wie die Farsinus-Trottel diese falsche Gaia öffnen. Und ich dachte, dass sie wissen müssen, dass sie von uns kommt. Das ist kein Streich, Travis. Ich habe nur einige Avatare gescriptet. Was von dir, was von mir. Um unsere Botschaft persönlicher zu machen. Kannst du sie einfach schicken? Sobald sie kompiliert wurde, dann sollten wir beide feiern. Ich habe Partyutensilien dabei, Pizzarollen, Absinth und ein paar Foodbags. Noch eine Platte, die ich aufziehen könnte. Sobald wir hier fertig sind, gehe ich zu Bryce zurück. Ich muss klettern, um ranzukommen. Ich bin verwirrt, diese Leiter Liz. Wäre vielleicht eine gute Idee. Wie kann jemand wie du, eine Heilige, die Welt so sehr lieben, aber alle darauf hassen? Ich meine, hast du überhaupt Freunde? Kompilation abgeschlossen. Datei wertloses Versprechen bereit für Übertragung. Erweist du mir die Ehre. Logikbombe gezündet. Ab geht's, ihr Farsi-Spinner. Sei einfach weiter der Beste. Ich bewundere dich aus der Ferne, Liz. Ich schwöre es auf Mamas Grab. Und sie war religiös.
werde das unterwegs abschütteln. Das wird nichts.
Abgeschlossen. Datei wertloses Versprechen bereit für Übertragung. Sinnlos, den Zugwerfer zu Springen geht nicht. Aber wenn ich gleite...
nichts, wo mein Zugwerfer Halt finden könnte. Ein weiterer Teil der Anlage. Das sehe ich mir mal an. Ich sollte rübergleiten können. Ich glaube, von hier aus komme ich nicht zur Tür. Hält. Was ist darin? Noch eine versperrte Tür. Was ist mit der Konsole daneben? Die Konsole hängt mit der Tür zusammen. Man braucht irgendeinen Code, um diese zu öffnen. Da sind Daten. Von Travis Tate. Hier wurde jede Menge Malware produziert, bevor sie Rodorn übernahm. Und eine davon hat eine Nummer. Also. Thank you.
kein Deal mehr, Tilda. Zero Dawn hat die Ektogenese-Kammern. Far Zenith braucht die Apollo-Datenbank. Es gibt keinen Grund, diesen Vorfall... Du wolltest Gaia stehlen! Ich hatte nichts damit zu tun. Und du hast die Verantwortlichen bestraft. Dank deiner Logikbombe kämpfen sie um ihre lebenswichtigen Systeme. Ich soll also wirklich glauben, dass du nichts davon gewusst hast? Bitte, Liz. Die Chancen der Menschheit sind so schon gering. Auch wenn du unseren Plan nicht gutheißt. Was, wenn wir als Einzige überleben? Sollten wir dann nicht Apollo haben? Um uns an die Vergangenheit zu erinnern? Unsere Fehler? Ich bitte dich. Gut. Du bekommst eine Kopie von Apollo. Danke. Das wir reden nochmal vor. Obwohl, Tilda. Jetzt kommen wir näher. Jetzt reicht es. Zeit loszulassen. Elizabeth fühlt sich am Ende traurig an. Ich glaube, das war was Persönliches. Allerdings. Ihn da nicht festmachen.
leicht. Na, das hält mich wach. Abgeschlossen. Datei wertloses Versprechen bereit für Übertragung. Huh?